didn't even get to run. Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test. Wir testen heute mal die Purple Crosette. Crosette dürfte jedem bekannt sein. Es ist sozusagen ein Knallstern, der in 4 verschiedene Sterne nochmal aufplatzt. Also ein sehr schöner, ruhiger, edler Effekt. Wir haben hier die Variante Purple, also lila. Wir haben in jeder Batterie 16 Schuss. Wir haben ungefähr 30 Meter Steighöhe und 25 Sekunden Brenndauer. Wir haben bei der Batterie knapp 200 Gramm NEM. 196. Ist wie gesagt von Xplode, kostet so um die 5 bis 6 Euro, je nachdem wo ihr sie bekommt. Und 3 Stück testen wir als Fächer. Ich werde noch einen schönen Fächer bauen, der wird dann ungefähr so aussehen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich draußen zur Zündung und eventuell hänge ich noch ein Bild vom Dreierfächer nach der Vorstellung dran. Also bis gleich draußen zur Zündung. Ja Freunde, wie ich euch vorhin schon vorgestellt habe, habt ihr jetzt hier den Dreierfächer. Das ist der einzige Dreierfächer, den ich mit roter Litze und mit Tapematch verbunden habe, um einfach mal auch persönlich zu gucken, welche Variante nun besser ist. Ob ich jetzt nur rote Litze nehme oder Tapematch noch dazu. Wie gesagt, es ist ein kleines Experiment für mich persönlich, wie der Abbrand halt schneller ist. Und ja, da würde ich mal sagen, verlieren wir jetzt keine Zeit mehr und gehen raus zur Zündung der Purple Crosette als Dreierfächer natürlich. So, jetzt haben wir noch die Purple Crosetten im Dreier. Sehr schön, das Teil. Also im Dreier immer wieder top. Ich habe es ja schon mal gesagt, dass die im Dreier sehr gut sind, aber jetzt Wahnsinn.